Was geht? Kommen wir wieder zu einem wichtigen Video. Denn ich habe jetzt des Öfteren solche Nachrichten bekommen. Solche Fragen wurden mir gestellt. Und es war immer der ähnliche Verlauf. Deswegen will ich dazu jetzt auch ein wirklich diesbezügliches Video machen. Wirklich, ich versuche so tief wie möglich in das Thema reinzugehen. Und wie gesagt, das ist schon im Vorfeld. Ich will hier niemanden jetzt angreifen, auch wenn ich jetzt sehr direkt rüberkommen werde, auch wenn ich jetzt sehr vielleicht verletzend wirke, so will ich dich nicht verletzen. Ich will dir nur so ehrlich wie möglich und so direkt wie möglich sagen, was du zu tun hast in dieser Situation, denn viele machen da einen Fehler und ich war auch mal einer davon. Deswegen weiß ich, wie es ist und sage dir jetzt ehrlich, was du zu tun hast. Denn es war immer das Szenario so irgendwie, ja, ich treffe mich mit dieser Person oder ich schreibe mit dieser Person. Also öfters war es so, du schreibst mit dieser Person und mal schreibt ihr jeden Tag, dann ist wieder wochenlang Funkstille, dann irgendwann melden sie sich wieder, dann schreibt ihr wieder jeden Tag, dann ist wieder Funkstille. Und ich kenne das auch aus der Vergangenheit. Vielleicht sind es narzisstische Menschen, auf jeden Fall sind es toxische Menschen. Und ich will dir hier einfach sagen, wie du merkst, ob sich jemand wirklich für dich interessiert oder ob er halt nur Spielchen spielt. Ich habe dazu ein ähnliches Video schon gemacht, aber ich will jetzt quasi mehr ins Detail gehen oder ich versuche mein Bestes. So, sagen wir es mal so. Ja. Das Ding ist, Leute lieben es heutzutage, Spielchen zu spielen. Und wir kennen das alle. Ich habe auch damals mal ein paar Spielchen gespielt. So, was heißt Spielchen gespielt? Ich von meiner Seite wollte nicht Spielchen spielen, aber ich habe beim Spielen mitgemacht. Sagen wir es so. Und habe dann auch mich irgendwann so, sie meldet sich 2 Tage nicht, ich melde mich einen Tag, 2 Tage nicht. Sie schreibt erst nach 5 Stunden, ich schreibe erst nach 6, 7, 8 Stunden. Und lauter diese Manipulationsspiele, bis ich irgendwann mir gedacht habe, fuck off, ich habe eine Person verdient, die, wenn ich schreibe, sie schreibt. Wenn ich antworte, sie antwortet. Wenn ich was frage, sie gibt mir die Antwort. Wie auch immer. Also du verstehst, was ich damit sagen will. Und habe für mich selbst die Erkenntnis gemacht. Viele haben diese Erkenntnis noch nicht, weil du vielleicht selbst noch nicht den gewissen Stolz hast. Das meine ich mit gesundem Stolz, genauso wie gesunder Egoismus. Falscher Stolz ist ja, wie wir wissen, nicht gut. Wenn du jetzt einen Ego-Stolz hast, das ist nicht gut. Aber einen gewissen Stolz, wo du weißt, was sind meine Werte? Meine Werte sind, wenn ich einer Person schreibe, hat sie auch zurückzuschreiben. Und wenn diese Person nicht zurückschreibt, ist diese Person nicht für mich. Dann ist diese Person egoistisch, nutzt mich aus, manipuliert mich und macht mich abhängig. Ja? Viele lieben es, diese Spielchen zu spielen. Warum lieben sie es? Weil sie dann eine gewisse Aufmerksamkeit bekommen. Weil sie dann eine gewisse Macht dadurch bekommen. Viele sind unsicher, ja? Und spielen so sicher, indem sie dir dann einfach mal ein paar Tage nicht zurückschreiben oder deine Nachrichten ignorieren. Und vielleicht, was ich auch jetzt oft, es war eigentlich wie als wäre es dieselbe Nachricht. Wie als wäre es jedes Mal dieselbe Nachricht. Hör zu, ich treffe mich mit dieser oder ich schreibe, es war eigentlich immer so, ich schreibe dieser Person und wir kennen uns jetzt seit 3 Jahren, seit, ja, es waren eigentlich immer diese 3 Jahre oder sonst was so. Ich meine jetzt einfach nur das Beispiel. Wir kennen uns jetzt 3 Jahre und wir schreiben und wie gesagt, oftmals oder manchmal schreiben wir dann jeden Tag und dann auf einmal ist 7 Wochen oder ein paar Monate Funkstille, dann schreibt man wieder öfters, dann ist auf jeden Fall wieder Funkstille und es geht die ganze Zeit so on-off, on-off, on-off. Und diese On-Off-Beziehungen, On-Off-Scheiße ist sehr kräfteraubend und es nimmt dir den Fokus.
Genau das lieben diese Menschen. Viele, viele, nicht alle. Wie gesagt, nicht alles, was ich jetzt oder generell in meinen Videos sage, passt ja 100% in deine Situation rein. Ich merke zwar oft, dass viele sich wiedererkennen, aber es wird natürlich nicht 100% passen, was ich immer sage. Das, by the way, so muss ich dazu sagen, denn es gibt dann immer diese, ja, aber bei mir ist das so und bei mir ist das so, ja, es kommt auf deine Situation an. Vielleicht hast du dann eine Person, du sagst dir dann, weil das wurde mir dann auch so geschrieben, ja, so und so, ich habe jetzt das erzählt, wie es so ist, wie die Dynamik ist, ja, das haben wir jetzt durch. Und das nächste, was sie dann geschrieben haben, war dann, wenn sie diese Person darauf angesprochen haben, so, ey, ich will eine Person, die mich respektiert, die mir antwortet, warum antwortest du nicht, warum ignorierst du meine Nachrichten, was auch immer. Und dann kam immer die Ausrede, ja, es ist lustig, weil ich habe es wirklich von mehreren Personen jetzt dasselbe gehört. Genau dasselbe Spiel. Deswegen sehe ich wirklich, dass es ein Spiel ist und nicht ernst. Denn es war immer das Gleiche. Ja, die Person argumentiert dann, ja, ich übersehe manchmal die Nachrichten, ja, ich habe viel zu tun, ich arbeite so viel, ich arbeite gerade an was oder sonst irgendwas, sie finden immer Ausreden. Das ist das Ähnliche, wie ich es schon gesagt habe, wie du merkst, ob sich jemand authentisch bei dir entschuldigt. Wenn sich jemand authentisch entschuldigt, merkst du, er entschuldigt sich und es ist wirklich authentisch. Und dann gibt es denn jemand, der versucht sich zu entschuldigen, aber erklärt seine Beweggründe, warum er dich so behandelt, wie er dich behandelt. Und das ist keine Entschuldigung, das ist nur eine. Fuck, wie ist das Wort? Eine Rechtfertigung, warum er das tut. Er will sich nur rechtfertigen. So, ja, ich mach das, weil ich bin ja so und so busy, ich habe ja so und so viel zu tun und ich sehe ja deine Nachrichten nicht, das ist alles Bullshit. Die meisten Menschen sind am Handy. Die meisten Menschen sind am Handy. Jeder, der keine Zeit für dich hat, um zurückzuschreiben, der spielt mit dir. Natürlich gibt es Leute, die haben viel zu tun, aber selbst die sind in der Lage zu antworten. Vielleicht dauert es dann auch mal ein paar Tage, so wie ihr es vielleicht auch merkt mit E-Mails oder sonst was. Ich kann nicht allem direkt antworten. Ich habe auch am Tag meine Dinge zu tun. Bin nicht ständig in meiner E-Mail, Dings drin. Und auch nicht ständig auf Social Media. Und ich versuche, meinen Frieden zu bewahren. Und ich kann nicht ständig eure Probleme aufnehmen. Das ist mein gesunder Egoismus. Und das ist mein Recht, dass ich quasi nicht mich die ganze Zeit füttere mit Problemen. Denn es ist ein sehr kräfteraubender Job, die ganze Zeit sich um andere zu kümmern. Aber dennoch liebe ich es, weil ich weiß, damit, mit meiner höheren Bestimmung, mache ich Menschen das Leben leichter. Um das jetzt by the way zu sagen. Aber wie ihr merkt, so manchmal, dann dauert es halt, weil ich vielen zurückschreiben muss und mich quasi darauf dann auch fokussiere, wirklich einlasse. Sorry, und mich auf das Thema konzentriere. Und das raubt sehr viel Kraft. Das so, by the way. Aber viele toxische Menschen heutzutage oder generell, ich habe es auch oft erlebt, wie gesagt, lieben es, vielleicht mehrere Optionen zu haben. Und dann schreiben sie mal mit der Person, dann schreiben sie mal mit der Person, dann schreiben sie mal mit der Person und haben lauter Optionen. Vielleicht, muss nicht sein. Und es gibt dann auch die, die spielen einfach nur gerne ein Spiel mit dir, um dich abhängig zu machen. Du sagst ihnen dann, ey, ich will so und so behandelt werden. Sie erklären dann ihre Art, warum sie das tun. Aber du merkst dann, es geht dann eine Woche gut, 2 Wochen gut, 3 Wochen gut und danach 4, 5 Wochen ist wieder dasselbe Spiel. Und sie spielen wieder diesen Machtkampf. Sie spielen wieder diese Machtspielchen und diese Ignoranzspielchen und all diese Dinge. Ich sag dir hier, choose people that choose you. Das heißt, wähle Menschen, die dich wählen. Das heißt ganz einfach, jemand, der sich nicht die Zeit nimmt, dir zu antworten, jemand, der
dich ständig ignoriert, der deine Nachrichten ignoriert, der deine Bedürfnisse ignoriert, hat dich nicht verdient. Und viele von euch müssen das nun mal kapieren. Vielleicht hat dieser jemand etwas, ein gewisses Etwas, was weiß ich, was dieser jemand hat, was euch so anzieht. Nur ihr müsst verstehen, er oder sie will euch nicht wirklich. Was sie wollen, ist spielen wie kleine Kinder. Sie spielen mal ein bisschen, sind dann wieder abgeneigt, sind dann wieder gelangweilt, dann lassen sie das Spielzeug fallen, gehen zum anderen Spielzeug, spielen damit, sind gelangweilt, gehen an die PlayStation, spielen da ein bisschen, gehen ans Handy, spielen da ein bisschen, gucken ein bisschen fern. Weißt du, was ich meine? Viele Menschen sind halt nun mal so. Und das musst du verstehen. Aber jemand, der wirklich Interesse an dir hat, der nimmt sich die Zeit für dich, der hört dir zu. Das heißt nicht, er gibt sich dir komplett hin, aber er nimmt sich die Zeit für dich, weil du ihm wichtig bist. Und er ist dir wichtig und ihr seid euch beide wichtig und es ist float. Es ist leicht, es ist einfach. Es ist keine schwere Zeit. Denn da draußen gibt es genug schwere Dinge. Warum soll eine Beziehung dann oder eine Konversation dann unnötig schwer sein? Aber diese Menschen lieben es. Und zu deiner Frage, machen diese Menschen das extra und was ist Sinn und Zweck dabei? Oder was ist, was diese Menschen wollen? Ich weiß nicht mehr, wie du es formuliert hast. Ja, sie machen es extra. Und warum? Weil sie dich damit abhängig machen, wie ich es schon gesagt habe. Du merkst ja selbst, wie abhängig du wirst dadurch. Denn wie das nun mal im Leben so ist, alles, was wir nicht so leicht haben können, wollen wir mehr und mehr und mehr und mehr. Deswegen sind Menschen ja so dem Geld, also gehen Menschen so dem Geld hinterher, weil sie denken, Geld ist so rar, obwohl es davon unzählig gibt und jeden Tag Neues produziert wird. Aber sie rennen dem Geld hinterher, weil sie es unbedingt wollen und es ist ja so schwer zu verdienen, weil sie ein falsches Mindset haben. Und genauso hast du ein falsches Mindset. Du denkst, du bist vielleicht nicht lebenswert oder du musst ständig kämpfen. Du musst ständig um Liebe kämpfen und Liebe ist ein Kampf. Du hast ein falsches Mindset eingetrichtert bekommen oder dir selbst eingetrichtert, wie auch immer. Wie gesagt, alles, was ich sage, sage ich mit Respekt. Nicht mit Hass oder sonst irgendwas oder ich versuche dich auch nicht zu schämen oder dich fertig zu machen. Ich sage dir nur ganz ehrlich, du hast viel mehr verdient als jemand, der deine Zeit vergeudet, denn es ist Zeitverschwendung. Vielleicht hast du diese Person jetzt, kennst du diese Person jetzt 3 Jahre, ja, aber ihr habt euch noch nie getroffen. Und ich habe auch solche Dinge durchgemacht, so man schreibt mit einer Person, so man trifft sich vielleicht ein, zweimal, so aber ständig dann, ja, wir sehen mal, ja, wir gucken mal. Oder wenn du dann fragst, ignorieren sie es einfach. Und weil sie unsicher sind, viele sind unsicher. Ich liebe es im Englischen, die Worte sind einfach viel geiler. Insecure heißt unsicher. Die sind einfach nicht stabil, das sind keine stabilen Menschen, die brauchen ständig Bestätigung, Aufmerksamkeit, Spielchen, die sie spielen. Und deswegen, auch wenn du, um das Thema jetzt wirklich deep anzugehen, auch wenn du denen dann sagst, wie du es gerne hättest, und du dann ihnen wieder vertraust, weil sie dir sagen, ja, okay, ich werde darauf achten oder sonst irgendwas, ja, sie werden dein Vertrauen missbrauchen. Warum? Weil sie es lieben. Weil sie es lieben, weil sie es wollen. Sie können nicht anders. Sie können nur spielen. Sie können nur Spielchen spielen. Und du merkst das dann. Du sagst dann denen so, ey, ich stell mir vor, vielleicht stellst du dir was mit denen vor, so was Ernstes oder sonst irgendwas. Aber dieser jemand und diese Dame spielt einfach die ganze Zeit dann weiter. Sagt dann, ja, wir machen das, okay, ich verspreche dir das. Und auf einmal ignorieren sie dich wieder. Und du denkst dir, warum tun die das? Genau deswegen, weil es dich abhängig macht und du merkst es selbst. Deswegen, das ist ein Dramabund, den du hast. So ein Dramabund passiert dann, wenn dann mal, es ist nichts anderes wie eine toxische Beziehung oder eine narzisstische Beziehung.
So, es entsteht viel Drama, viel Hektik, viel Lücken werden gelassen. Also du sollst es jetzt so verstehen. Es passiert etwas, aber es wird ignoriert. Dann passiert wieder was und es wird ignoriert. Und das ist Drama. Das ist Dramamacherei. Das ist extra ein Drama machen, extra eine Lücke lassen, damit du abhängig wirst, damit du immer Fragezeichen hast. Ich hoffe, du kannst verstehen, was ich damit sagen will. So, damit du immer am Grübeln bist, damit du diese Menschen ständig, sie wollen in deinen Kopf. Das ist alles Manipulation. Ich könnte noch stundenlang darüber reden, aber alles, was sie tun, ist Manipulation. Sie wollen einfach in deinen Kopf, dass du ständig an sie denkst. Warum schreiben sie nicht? Warum dies? Warum das? Und dein Selbstwertgefühl sinkt und sinkt und sinkt und sinkt und sinkt und du denkst, du bist nicht liebenswert und deswegen kämpfst du immer weiter, deswegen machst du immer weiter, deswegen machst du weiter und weiter und weiter in der Hoffnung, dass du dann mehr bekommst. Wie gesagt, das, was wir nicht so leicht bekommen, wollen wir immer mehr und mehr und mehr und kämpfen mehr dafür. Deswegen will immer jeder diesen besten Job oder dieses Business oder sonst irgendwas, weil er immer mehr und mehr und mehr und mehr und mehr will, weil er im Mangel vielleicht ist oder sonst irgendwas. Deswegen sag ich auch immer, komm in die Fülle. Fang niemals etwas an, weil du im Mangel bist, denn dann wirst du schlechte Entscheidungen treffen. Deswegen, ich hoffe, ich konnte dir jetzt auch hier helfen, wie du merkst, ob es jemand wirklich ernst mit dir meint, ob jemand wirklich Interesse an dir hat. Die meisten haben es nicht. Die sind nur interessiert an Spielchen. Vielleicht dann triffst du dich mal mit der, es passiert was, ja, und dann lassen sie dich wieder fallen, weil sie dann bekommen haben, was sie wollten. Dann lassen sie dich wieder fallen. Du denkst dir, oh, war eine coole Person so, aber es ist nicht wirklich ihre Persönlichkeit und sie müssen ihre Persönlichkeit irgendwie bewahren und deswegen, weil sie ja so insecure, so unsicher sind, verunsichert sind, gehen sie wieder auf Distanz, um ihre Persönlichkeit so, um ihre Fake-Persönlichkeit wieder aufzubauen oder sonst irgendwas so. Wie gesagt, viele spielen einfach ein Spiel, weil sie da oben nicht richtig sind, weil sie nicht wirklich stabil sind, sage ich es mal so. Sie müssen diese Spielchen spielen, um sich mächtig zu fühlen. Und wie gesagt, sie machen es extra. Es ist alles extra. Denn wenn ich dir sage so, ey, du bist mir gerade, um es jetzt bildlich zu machen, auf den Fuß getreten und das tut weh, du hast mir den Zeh gebrochen. Du wiegst 150 Kilo und ich wiege 20 Kilo. Ich bin ein kleines Kind, was soll ich? Hey, egal, ich will es jetzt nicht zu lächerlich machen. So, ey, du bist mir auf den Fuß getreten, das tut weh. Oh, sorry, so wollte ich echt nicht machen, aber ich habe dich ja nicht gesehen. Ist auch keine richtige Entschuldigung, aber verstehst. Und dann kommen sie und treten dir wieder drauf, nur um dich zu provozieren. Es gibt leider solche Menschen. Es gibt leider solche Kinder, die gerne Menschen provozieren, die gerne Menschen fertig machen. Denn es macht dich fertig. Deswegen sage ich dir, du hast etwas mehr verdient als das. Du hast etwas Besseres verdient als das. Als ein Mensch, der mit dir rumspielt, wie ein Spielzeug, der deine Zeit vergeudet. Denn Zeit ist kostbar. In dieser Zeit, in diesen 3 Jahren, ohne dass du dich jetzt schlecht fühlst, ja, aber diese Erkenntnis musst du machen, habe ich oft gemacht. In diesen 3 Jahren hättest du eine andere Person, mindestens eine, kennenlernen können, mit der du tatsächlich echt Zeit verbringen hättest können, in echt. Und es wäre eine Person, die für dich ist, die dir Aufmerksamkeit schenkt, die dich besonders fühlen lässt, der ja, die wirklich für dich ist, nicht gegen dich ist oder für sich selbst ist, die nicht egoistisch ist, die deine Nachrichten nicht ignoriert. So, deswegen, es liegt an dir, diese Erkenntnis zu machen. Wer ist für mich, wer ist für sich selbst oder wer ist sogar gegen mich? So, weil viele spielen diese Spielchen nur, um dich kaputt zu machen, weil sie vielleicht sehen, oh, sie sieht so toll aus und nur um sie zu bekommen, was weiß ich jetzt beispielsweise, muss ich ihr Ego kaputt machen, damit ich sie richtig abhängig mache. Und erst wenn sie richtig abhängig ist, wird sie alles für mich tun. Viele spielen nun mal solche Spielchen, solche kranken Spielchen. Nicht alle, nicht alle, aber es gibt sie. Deswegen, ich will dich nur hier
nicht mal warnen, bewusst machen. Du sollst bewusster werden. Du sollst dir sagen, ey, ich habe es verdient, einen Partner zu bekommen, der mich schätzt, der meine Zeit schätzt, der meine Präsenz, meine gute Art, alles an mir schätzt. Und dazu gehört nun mal, sich die Zeit für dich zu nehmen, dich nicht zu ignorieren, dich zu respektieren. Deswegen das zu diesem Thema. Kommen wir zum nächsten. Ich denke, das fällt mir noch was ein. Habe ich noch was zu sagen? So. Ich versuche mich zu erinnern an die Nachricht, aber ich denke, ich habe jetzt alles angesprochen. So, es wurde gefragt, ob sie das extra tun. Dazu habe ich das gesagt. Ja, sie tun es extra. Warum sie es tun, um dich zu manipulieren, um dich abhängig zu machen. Ja, ich denke, ich habe jetzt soweit alles rausgehauen, was du wissen musst. Aber das Wichtigste, was du wissen musst, diese Personen, ich sag's jetzt nochmal zum Schluss, diese Personen sind nicht gut für dich. Du hast viel, viel mehr verdient. Viel mehr. Viel, viel mehr. Deswegen in diesem Sinne, arbeite an deinem Selbstwertgefühl. Denn das ist ein Problem. Wenn du ständig anderen Menschen hinterherrennst, um ihre Liebe zu bekommen, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Du musst ihnen sogar noch sagen, wie sie dich behandeln sollen. Nein, 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 nein. Nicht gut. Nicht gut. Denn jemand, das wollte ich noch sagen. Gut, dass ich das Video doch noch weiter gemacht habe. Denn jemand, der dich wirklich respektiert, der dich wirklich schätzt, der dich wirklich liebt oder was auch immer, der dich einfach nur schätzt, vielleicht ist es noch keine Liebe, weil ihr noch zu jung so zusammen seid, der dich wirklich respektiert, dem musst du nicht sagen, so, ey, du musst mir das machen, du musst dies machen. Er wird es einfach machen, weil es selbstverständlich ist, weil er Respekt vor dir hat. Ja? Es hat viel mit Respekt zu tun. Deswegen, das zu diesem Thema. Ich denke, jetzt war es das. Und wir sehen uns im nächsten Video. Wenn es noch dazu Fragen geben sollte, fühl dich frei, mir zu schreiben. Peace out.